wie hier einfach der komplette Ort dem Energiehunger der Menschheit zum Opfer fällt. Befremdlich trifft's gut. Als wir uns Anfang September 2022 auf den Weg machten, wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Was richtet der Energiehunger der Menschheit an? Blühende Ortschaften werden einfach so dem Erdboden gleichgemacht. Lützerath, nur ein trauriges Beispiel von vielen in dieser Region. Wie viele Menschen wurden zwangsenteignet und mussten ihre Orte verlassen? Es sind dramatische und schockierende Bilder, die man in den letzten Tagen in den Medien gesehen hat. Im Folgenden einfach mal ein paar kleine Eindrücke von mir, wie ich den Ort vorgefunden habe und wie ich mich dabei gefühlt habe. Es war eine Stimmung, die bedrückender nicht hätte sein können. Aber seht selbst. Wir stehen jetzt hier an den Toren von Lützerath. So einfach ein selber gebautes Einfahrtstor. Ja, und da oben steht's. Willkommen in Lützerath. Die Mahnwache hier in 150 Metern, die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Auf jeden Fall, da sieht man schon den ersten Tagebaubagger. Und wie hier einfach der komplette Ort dem Energiehunger der Menschheit zum Opfer fällt. Hier auf der linken Seite noch ein paar Gebäude, wirklich so die letzten verbleibenden Einwohner oder Bewohner des Ortes. Das Ganze sieht aber auch irgendwie postapokalyptisch aus. Und richtig ruhig. Das ist echt so. Wie, ja. Ja. Es ist einfach ruhig. Ich finde es ja schon auch fast wieder befremdlich. Befremdlich trifft's gut. Geradeaus weiterlaufen. Ja. Das macht doch einen Eindruck wie bei Daisy. Es ist auf jeden Fall überheftig. Hier das ehemalige Ortsschild. Und dann steigt man da ein in eine andere Welt. Ich will auch gar nicht weiter hingehen. Da geht es um Menschen, um Schicksale. Muss man jetzt nicht so weit gehen unbedingt. Und in diese Richtung, Richtung Mahnwache, werden wir jetzt mal gehen und uns das Ganze anschauen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich filme und was ich filme. Es hat ja auch was mit Respekt zu tun, den Bewohnern der Ortschaften, die hier wirklich dem Tagebau zum Opfer fallen. Deswegen werde ich vielleicht nur ein paar kleine Sequenzen einblenden, ein bisschen was filmen. Es macht schon einen befremdlichen Eindruck. Es macht einen nachdenklich. Ich kann es momentan auch nicht so wirklich in Worte fassen, wie ich mich hier fühle. Es ist befremdlich, es ist anders. Macht auch traurig, dass halt hier wirklich Existenzen weggeschickt werden, wirklich rausgetragen werden. Das ist einfach übel. Das ist so heftig, ne? Mhm. Ich will jetzt aber auch nicht mit den Fingern hinzeigen, das sind auch schon wieder Menschen. Es ist so krass, was für einen Zusammenhalt hier herrscht. Was man aber auch ganz klar sagen muss, man erkennt, dass die Leute so ein bisschen zugespalten eingestellt sind. Manche sind so komplett in sich gekehrt und vertrauen einfach keiner fremden Person. Auch wenn man nur Guten Morgen oder Hallo sagt, da kommt einfach gar nichts zurück. Andere hingegen sind komplett aufgeschlossen, grüßen einen zurück und lassen einen mit sich reden. Also, da vorne haben wir die Mahnwache. Und einfach aus Respekt gegenüber werde ich jetzt die Kamera ausschalten und mir das einfach so anschauen. So nah waren wir dem Abgrund noch nie. Da vorne schafft der große Bagger. Wenn man sich jetzt mal den Weg anschaut, hier endet die Abbruchkante und da vorne bei den Bäumen fängt die Ortschaft schon an. Was soll man dazu noch sagen? Da, die Straße sind wir angelaufen. Wir haben hier ein eigenes Dorf, das ist echt cool, wirklich.
wirklich, ja. Wahnsinn. Ich werde auf jeden Fall. Werde jetzt gleich hier Patrick folgen. Ich will jetzt echt noch sentimental werden. Aber da könnte man schon das eine oder andere Hütchen verdrücken. Also wenn man sich das jetzt mal so richtig vorstellt. Da haben wir die Reste von dieser letzten verbleibenden Siedlung Lützerath. Ja, Patrick und ich sind da jetzt übers Gelände gelaufen, hatten vorhin noch ein interessantes Gespräch mit einer, die hier lebt, mit vielen anderen, die hier wirklich versuchen, was zu bewegen. Aber ich kann sagen, es ist einfach ein bedrückendes, ein sehr, sehr befremdliches Gefühl. Und ja, ich denke mal, im Internet kann man mehr als genug drüber lesen, was hier so passiert. Aber das Ganze mal jetzt live gesehen zu haben, macht einen doch wirklich nachdenklich. Also mich persönlich macht es tatsächlich nachdenklich, was hier passiert, dass hier ein paar Menschen, gefühlt eine Handvoll Menschen, gegen einen Großkonzern wirklich standhaft bleiben. Dass jetzt auch angefangen wurde, gefühlt wirklich einmal außenrum weiter zu fördern. Ja. Und quasi mit diesem Anblick der Ort Lützerath und hier drüben den ganzen Tagebaubaggern und der Industrie, die im Hintergrund qualmt. Ja, verabschiede ich mich.